Eine leichte, günstige und bequeme Luftmatratze für unterwegs. Wenn dich das interessiert, dann bleibt einfach dran. Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Um diese wunderschöne, farbige Luftmatratze soll es heute gehen. Die Luftmatratze von Chason. Genaue Details zu der Luftmatratze findest du natürlich wie immer unten auf dem Links in der Videobeschreibung. Einfach mal reinklicken, wenn es dich interessiert. Tja, und ich stelle mir heute die Frage, ist sowas eigentlich China-Schrott oder können wir das vernünftig benutzen? Du erfährst es in diesem Video. Zum einen erstmal, die Marke ist relativ egal, weil was man immer wieder merkt, wenn man sich viel mit Ausrüstung beschäftigt, so wie ich, und auch viel recherchiert, was ich über die zum Beispiel getan habe, dann fällt einem auf, es wird genau das gleiche Produkt unter ganz vielen Namen angeboten. Ja, also das heißt, die gibt es noch von 6 anderen Herstellern, die das einfach vermarkten. Wahrscheinlich ist das alles derselbe Hersteller aus China, der da vielleicht auch sogar dieselbe Fabrik hat und das nur unter anderen Marketingaspekten verarbeitet. Das hat jetzt keinen Einfluss darauf, wie gut das Produkt an sich ist. Es fällt einem nur auf, wenn man sich damit beschäftigt. Kostet knapp 35 Euro und ist ungefähr 6 cm hoch. Wie das bei so Luftmatratzen üblich ist, ist sie natürlich komplett aus Plastik und wir haben hier so eine Art Riffelmuster. Also man sieht das hier, ja, so eine Art V-Muster. Hier sind immer wieder so kleine Vs, die dann oben ihre Winkel sozusagen abhaben und das zieht sich bis ganz zum Ende durch. Es ist nicht zugeschnitten, das heißt oben ist nicht breiter als unten, sondern geht einmal komplett runter und wird einfach nur per Lungenvolumen aufgepustet. Da braucht man eine halbe Minute bis Minute für, je nach Lungenvolumen natürlich, und dann ist das Ganze relativ stramm. Was mir sofort aufgefallen ist, als ich mich draufgelegt habe jetzt in der Hängematte, ist natürlich, dass hier in diesen kleinen Ritzen, dass auf der anderen Seite auch dieser kleine Ritz ist. Das heißt, es ist nicht sozusagen gegengenäht oder sowas in der Richtung, sondern wir haben eine kleine Kältebrücke. Das bedeutet, was wir oftmals haben, ist, dass die Leute denken, bei einer Luftmatratze hätten sie eine Isolation. Es ist besser, als ohne Luftmatratze zu schlafen, aber eine Luftmatratze selber hat kaum isolierende Wirkung, weil sie ja eine einzige Kammer in dem Sinne ist. Wenn du mehrere Kammern unterteilt übereinander hättest, dann ist das wieder was anderes. Das machen zum Beispiel hochwertige Luftmatratzen dann schon, die kosten aber meistens auch noch einiges mehr. Beziehungsweise haben dann sogar in diesen einzelnen Kammern manchmal sogar noch Daunen mit drin verarbeitet. Das sind dann die ganz Specialigen. Wie fühlt sich die Luftmatratze denn eigentlich an? Ist sie bequem? Ja, das ist sie auf jeden Fall. Ich lag da jetzt schon ein paar Mal drauf und finde das absolut angenehm, das Ding. Es hätte mich allerdings auch überrascht, wenn es jetzt komplett unangenehm gewesen wäre, weil einfache Luftmatratzen sind immer irgendwie vom Liegen her deutlich angenehmer als jetzt zum Beispiel Schaumstoffmatten oder natürlich einfach nur auf dem Boden zu liegen. Die Größe ist auch angenehm, sogar für mich. Das passt einigermaßen, das ist kein Problem. Sie könnte meiner Meinung nach einen Tick breiter sein, aber das ist bei mir oftmals das Problem, dass mit der Breite es nicht immer ganz so gut ist bei mir. Dann muss ich halt mich weniger in der Nacht bewegen. Das ist dann halt einfach so. Über die Langzeitqualität kann ich natürlich noch nichts sagen. Das ist ein relativ einfaches Material. Das heißt, ich gehe davon aus, dass irgendwann vielleicht da was passieren könnte. Ich würde es auf jeden Fall nicht auf spitzen Untergrund legen. Die Qualität ist einfach nicht gegeben. Die Oberfläche ist ganz standardmäßig. Das heißt, wenn da irgendwelche Dornen rankommen, dann ist natürlich ein riesiges Problem. Ich habe eine ähnliche Isomatte, die aber ein bisschen anders noch aufgebaut ist. Die habe ich euch auch schon mal gezeigt. Die hält jetzt länger, als ich gedacht hätte. Und sehr gerne benutze ich so eine Luftmatratze in Kombination mit einer Schaumstoffunterlegmatte, die sozusagen die Isolierung bringt. Und dann die Luftmatratze als Bequemlichkeitsfaktor drauf. Da hat man zum Beispiel eine Schaumstoffmatte für knapp 400 Gramm, die man auch als Sitzunterlage benutzen kann, die die Dornen abhält, wenn man auf Trekking ist etc. Und dann nochmal für 300 Gramm obendrauf die Luftmatratze. Das finde ich ein sehr gutes Kombinationsmöglichkeit und vor allen Dingen ist es deutlich günstiger. Also wenn ich jetzt die für 35 kaufe und nochmal eine gute Thermarest Ridge Rest kaufe, was ja schon eine hochpreisige Schaumstoffmatte ist, dann gebe ich ja zusammen knapp 70 Euro aus. Und um die gleiche Qualität bei einer Luftmatratze zu bekommen, müsste ich ja schon über 100 Euro kaufen, zum Beispiel die Thermarest Neo Light X oder wie die genau heißt, die gelbe, ich weiß es gerade nicht, von der ich gerade gesprochen hatte, mit den Daunen zum Beispiel in den einzelnen Kammern drin. Auf jeden Fall eine nette kleine Luftmatratze für einen vernünftigen Preis.
kein China-Schrott. Bis jetzt, wir werden natürlich im Langzeittest genau gucken. Ansonsten schau mal unten in die Videobeschreibung, da habe ich einige Sachen für dich verlinkt. Da kannst du dich ein bisschen informieren, falls du nach Isomatten auf der Suche bist. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einmal mal durchklicken. In der Beschreibung gibt es auch Videos, die ich dir empfehle. Gerne mal draufklicken, damit ist der Nachmittag gerettet. Hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Die Glocke auch gerne aktivieren, denn dann bekommst du immer Notifications. Das bedeutet Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video rausgebracht habe. Da ist YouTube ja immer nicht so ganz korrekt, wenn man die Glocke nicht gemacht hat. Und ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.